Hallöchen und schnurzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4. Und wie man sieht, die halbnackte Dame begrüßt uns auch schön mit ihrem knackigen Hintern. Da fehlen mir gerade die Worte, sorry. Erstmal ganz zu Beginn wieder ein liebes Dankeschön an den guten Markus für die Tipps. Und der mir geraten hat, ich sollte doch statt Stall doch am besten einen Brahmin-Trog aufstellen. Und ich habe ehrlich gesagt jetzt ganz flott mal offline gesucht nach dem Trog und habe lange gebraucht, bis ich den hier gefunden habe, weil ich dachte, das ist einfach nur eine ganz normale Badewanne erstmal. Und mit diesem Trog sollte der Brahmin hier im Dörfle bleiben. Und vorausgesetzt natürlich, das Viech ist noch da. Ich habe das nämlich schon lange jetzt gerade nicht mehr gesehen. Es kann natürlich sein, dass er sich mittlerweile verpieselt hat. Ich weiß es nicht. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist. Na, so. So, wieder ein Bettchen mehr. Haben wir schon 13 Leute hier. Ach, du bist das? Dann kannst du dich auch mal um das Essen kümmern. Wobei. Es sieht so aus, als wären eigentlich schon relativ viele da. Und ich glaube, da brauche ich gar keins mehr. Ja, also, das haben wir hier. Dann wurde mir erzählt... Geh mal raus. Dann wurde mir erzählt von dem guten Markus, dass ich bei der Bruderschaft auch einsteigen kann, um die Vorteile zu genießen, dass ich bei jeder... jeder Fraktion mich mehr oder weniger schmeicheln kann. Und mich erst relativ spät entscheiden muss. Dankeschön für diesen Tipp. Da kann ich nämlich direkt wieder hinhuschen. Da kann ich nämlich direkt hinhuschen und kann mich da einbringen. Ach, guck mal, ich habe hier 2 Gasmasken und 3 Räderleder. Ja, im Übrigen. Oder auch nicht. Hä? Wo ist denn hier meine Klamotten? Doch, jetzt. Hier. So. Ja, weil das hat mich nämlich auch beispielsweise gewundert, wieso ich keine, na, jetzt komm doch mal. Warum ich beispielsweise keine Mission oder gekriegt habe, weil das scheint mir doch so eine, keine Ahnung, so eine kleine, Nebenquest-Station zu sein. Und ja, das lag daran, dass ich nun mal nicht der Bruderschaft angehöre und deswegen wurde mir einfach noch nichts gegeben. Aber sobald ich dann da mitmische, sag ich mal, sollte es eigentlich funktionieren. Jo. Hat denn, ich habe jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, ob Hundi, komm her, Hundi. Hey. Hast du noch irgendwas einstecken? Oh, tatsächlich, der hat noch... Ach, du Schande. Alles klar. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Ach ja, und zu der Hinsicht, dass der gute Dogmeat alles hat fallen lassen, was ich ihm habe aufheben lassen, weil er voll war, hieß es laut Markus auch, dass das bei allen geht, nur halt eben nicht bei dem guten Hundi. Deswegen werde ich jetzt mal versuchen und werde jetzt mal Kotzi mitnehmen. Den werde ich gleich suchen gehen. Da werde ich... Hi. Da werde ich den dann gleich mitnehmen und werde es mal bei dem ausprobieren. Hä? Was war das denn eben? Ratsch. Klar, ich lasse für dich alles stehen und liegen. Ach, hallo, die Klappe. Die hat noch nicht mal Schuhe an. Kauf dir erstmal Schuhe, meine Liebe. Dann können wir weiterreden. So, hier. Was?
Warum? Hä? Warum gehst du denn raus die ganze Zeit? Hör doch mal auf. Sei lieber vorsichtig. Ich kann Sachen reparieren. Bei Leuten ist das aber schwieriger. Hm? Wieso? Hä? Okay. Hund, hau ab. Transfer. Ach so, verkehrt. Hier rein. So, jetzt. Boah, Alter. Pardon für diesen Fail gerade, aber ich... Erstens, ich bin irgendwie noch müde. Ich habe nicht sonderlich lange geschlafen. Und zweitens, ist schon wieder eine Woche her, dass ich gespielt habe. Ich bin ein bisschen bläh. So. Ich habe mich gerade eben schon gewundert, warum war jetzt auf einmal in der... warum war jetzt plötzlich... Jetzt hört doch mal auf, mir ins Wort zu quatschen! Mann! Warum quatschen die mir alle ins Wort rein? Guck! Guck! Blöde Kuh, halt die Fresse! Halt die Schnauze, Mädel! Hä? Warum? Man kann alles reparieren. Waffen, oh, Computer, das ist Menschen. Sag mal, Leute, habt ihr nichts Besseres zu tun, als mir hier überall rumzustehen und mir den Kopf und den Arsch voll zu quatschen? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Man denkt, man ist sicher, aber man ist es nicht. Ja, komm, Schnauze. Meine Fresse, ey. Dieses Weibstück. Hier ist es gar nicht so schlecht. Ja, jetzt hau doch mal ab, Mensch. Verpiss dich jetzt doch mal. Steht mir nicht hier überall rum und quatscht mir auf und quatscht mich voll. Großer Gott, ey. Ah, okay, ich verstehe. Ich weiß, warum ich hier maßlos überladen bin. Schmutzige Armeehelm. Ich weiß, ich werde es wahrscheinlich bereuen. So. Jetzt weiß ich, warum ich hier so maßlos überladen bin, weil ich die ganzen Fressalien und wahrscheinlich die Klamotten und alles wieder drinne habe. So, das ist weg. Was gibt's? Nix gibt's. Lass mich in Ruhe. Kleidung. Ah, hier. Nein, jetzt geh doch zurück. Hä? Jetzt hör doch mal auf. Was ist denn los mit dir? Eichhörnchen am Stiel, Fleisch. Jetzt darf ich erstmal, sorry, aber jetzt darf ich erstmal alles wieder hier reinschmeißen. Ich packe jetzt erstmal eigentlich einfach alles wieder hier rein, bevor dass ich beim nächsten wieder das rausnehme, was ich brauche. Nein, das sollst du nicht raus. Eichhörnchen am Stiel, das war mein Futter. Blutkäfer, Blutpaket, Blähfliege. Oh, Entschuldigung. Gebackene Blähfliege, die können wir mitnehmen. Radkakerlake können wir mitnehmen. Ja, das reicht eigentlich auch erstmal. Ach, da haben wir noch die... Sind die schon? Ja, die sind scheinbar schon fertig. Leguan am Stiel nehmen wir noch mit. Und das sollte dann auch genug sein. Ach, so kann ich mich schon ein bisschen besser bewegen. Ja! Hat nie Ärger gesehen. Komm, ey, lass mich doch zufrieden hier. So, erstmal die Waffen hier raus. Kicken. Aber ihn immer gefunden.
Wie das nervt, ey, wenn man hier einfach nur was erklären oder erzählen möchte, weißt du, und dann irgendwie 5, 6 Leute um einen rumstehen, die einem immer das Ohr abkauen. Furchtbar. So. Oh, wupp. Kann ich das? Das kann ich wahrscheinlich nicht irgendwie als Favo auswählen, oder? Weil das würde irgendwie helfen. Ah, doch, hier, Q favorisieren. Oh, nö. Okay, schade. Ich dachte, das ging vielleicht auch, wenn ich ein Herzchen hinten dran habe, dass ich das dann vielleicht eher sehe oder so. gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg wieder zum Polizeirevier. Ich hoffe, ich habe alles abgelegt. Wie viel Gewicht kann ich denn tragen? Ach, 97 habe ich. Alles klar, das müsste eigentlich alles weg sein. Einmal schnell speichern und dann verkrümeln wir uns mal zum Polizeirevier und... Ah, da ist es doch. Ich Blindfisch. Wir verkrümmen uns zum Polizeirevier, werden ein Mitglied der Bruderschaft und profitieren dann von dem Mitgliederbonus, den wir kriegen. Das für gewöhnlich musste draußen sein, aber es gibt auch Ausnahmen. Mhm. Wenn ein Begleiter im Kampf zu Boden geht, benutze ein Stimpack. Ach Mist, ich habe vergessen, Dogmeat auszutauschen. Och nö. Na, was machst du denn? Sorry, ich gehe nochmal ganz schnell zurück und hol mal Kotzi. Ich habe vergessen, den mitzunehmen, sorry. Das Licht deines Pip-Boy eignet sich hervorragend, um dunkle Bereiche zu erhellen, aber dann wirst du auch leider leichter entdeckt. Ich wusste gar nicht, dass man mit dem Ding irgendwie Licht machen kann. Oh, Entschuldigung. Ach, guck mal, da ist er. Der Brahmin ist doch noch da. Juhu, ich freue mich. Der Brahmin ist doch noch da. Kotzi, wo bist du denn? Wow, der ist jetzt natürlich nicht anwesend. Kotzi. Kotzi, Kotzi. Der guckt für gewöhnlich doch eigentlich immer hier hinten rum, oder nicht? Ah, dieser Roboter weiß... Ach, da ist er doch. Wenn man braucht, ist er nicht da. Hi. Ha, stopp. Soll ich Sie begleiten, Sir? Ja. Ja, natürlich. Wie Sie wünschen, Sir. Was für ein hässlicher Helm. Ciao. Keine Sorge, Junge. Dein Herrchen ist in guten Händen. Was, Dogmeat nach? Ach so, wohin ich den hinschicken will. Ja, der bleibt natürlich hier. Naja, muss nicht zwingend sein, ne? Nur weil eine Stadt groß ist und eine Bedeutung hat, muss es nicht sein, dass es da schön ist. Ich kann mit Großstädten, also richtig großen Städten, beispielsweise gar nichts anfangen. Alter, ey, was die ganze Zeit? Musste ich nicht rumgähnen und kaum fange ich an aufzunehmen, ne? Danke, danke, lieber Körper. Sehr nett von dir. So, jetzt sind wir aber da. Bist du auch da, Kotzi? Jawohl. So, jetzt werden wir erstmal Mitglied der Bruderschaft, um von ihnen zu profitieren. Und dann sollten sie uns eigentlich auch ein paar Aufgaben geben. Hallo. Hast du nicht den Mumm, uns beizutreten? Ach komm, halt doch die Fresse, Alter. Es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn du ihn möchtest. Ja. Es wäre mir eine Ehre, beizutreten. Dann ist das also beschlossene Sache. Halen, Reese, begrüßt den neuesten Rekruten des Erkundungsteams. Er ist ziemlich vielversprechend und mit der richtigen Führung hat er das Zeug dazu, einer der Besten zu werden. Nur ein Rekrut? Erkundung, was? Also,
Wonach suchen wir? Mach dir da mal keine Gedanken drüber. Sprich mit Rice und mir, wenn wir hier fertig sind. Dann erklären wir dir alles. Also hast du beschlossen zu bleiben, was? Ich hatte erwartet, dass du dir deine Belohnung holst und dann verschwindest. Ich muss dir überhaupt nichts beweisen. Doch, musst du. Du musst mir beweisen, dass du mir keine Kugel in den Rücken jagst, sobald ich mich umdrehe. Reese, das reicht. Ob es dir passt oder nicht, ihr werdet lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Und du? Du solltest dir klar machen, was es bedeutet, zur Bruderschaft zu gehören. Wir sind keine Söldner. Wir sind eine Armee. Und wir haben unser Leben einem strikten Verhaltenskodex untergeordnet. Mhm. Wenn du weiter bei uns bleiben willst, wirst du diese Grundsätze ohne Widerspruch befolgen müssen. Willst du mir diesen Verhaltenskodex beibringen? Wenn du während der Mission bei ArcJet aufgepasst hast, dann kennst du einen Teil davon bereits. Der Rest wird sich ergeben, wenn du Zeit mit deinen Kameraden verbringst. Okay, ich weiß, dass du loslegen willst. Also komme ich direkt zum Punkt. Ich verlange nur zwei Dinge von den Leuten, die unter meinem Kommando stehen. Ehrlichkeit und Respekt. Haben wir beides nicht. Du fügst dich in die Gemeinschaft ein. Ich gebe dir einen Befehl, du befolgst ihn. So einfach ist das. Bevor ich dich für weitere Aufgaben zu Halen und Reese schicke, gibt es noch eine Sache zu erledigen. Von diesem Tag an sollst du den Rang Anwärter tragen. Das ist nur ein Ausbildungsrang. Höhere Ränge darf ich nicht vergeben. Wow. Warum darfst du mich nicht über den Rang des Anwärters hinaus befördern? Nur ein Ältester kann einen Anwärter weiter befördern. Sobald der Sender läuft, kann ich mich bei meinen Vorgesetzten melden und schauen, was ich tun kann. Gut, in Ordnung. Wunderbar, Soldat. Ad Victoriam, Anwärter. Er weiß doch nicht mal, was das heißt, Halen. Ad Victoriam bedeutet zum Sieg. Für uns ist eine Niederlage nicht hinnehmbar, denn wir kämpfen für die Zukunft der Menschheit. Unser Schlachtruf ist viel mächtiger als jede Waffe, die du dir vorstellen kannst. Merk dir das. So, und jetzt melde dich bei Halen oder Reese für deine nächste Aufgabe. Wegtreten, Soldat. Okay, einmal puff, wegtreten. Gut. Hier, komm, gib mir Gelehrte. Was. Zeigt dir Rice noch immer die kalte Schulter? Ja. Warum hasst er mich? Er hasst dich nicht. Rice gehört mit Leib und Seele der Bruderschaft. Für ihn gibt es sonst nichts. Sie ist seine Familie, sein ganzes Leben. Wenn etwas anderes auf den Plan tritt und ihm in den Weg kommt, schiebt er es beiseite. Wird sowieso nichts, aber gut. Läuft da etwas zwischen euch beiden? Das geht dich nichts an. Schau, gib Rice einfach ein wenig Zeit. Er wird sicher erkennen, wie wertvoll du für uns bist und zu Sinnen kommen. Bist du bereit, deinen ersten Auftrag anzunehmen? Ja, klar, gib her. Bereit. Großartig. Ich erzähl dir, was zu tun ist. Eine der wichtigsten Aufgaben der Bruderschaft ist das Finden und Erhalten von Technologie, die bei den Bombenabwürfen verloren ging. Ich habe eine Liste mit Orten, an denen sich Artefakte befinden. Hol sie, damit unsere Gelehrten sie katalogisieren und studieren können. Hier, mit diesen Informationen solltest du dein erstes Artefakt finden können. Viel Glück und sei vorsichtig. Berge die Flux-Sensortechnologie aus was? Ich habe letztens drauf geachtet, sorry. Okay, sonst noch irgendwas? Hallo? Wo seid ihr denn jetzt? Hallo? Solch eine Unordnung. Oh. Ich wüsste gar nicht, wo ich hier mit dem Aufräumen anfangen sollte. Armer Kotzi. Wo sind die denn? Ach da, oh Gott. Versteck dich doch nicht so. Gelehrte Halen? Neu in Commonwealth zu sein ist so aufregend. Hier muss es so viel Technologie geben, die unsere Gelehrten noch nicht kennen. Okay, die gibt mir scheinbar nichts mehr. Schön. Ups. Dann machen wir uns mal auf den Weg, ne? So, ich würde sagen, während das hier dann mal am Laden ist, beende ich einfach mal die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? Also macht's gut. Ciao.